Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge zusammen mit einem sehr bekannten Gast hier bei mir auf dem Kanal, und zwar dem lieben Uwe vom Grafenstein. Mensch, Uwe, schön, dass du wieder mit dabei bist hier im Podcast. Wenn du für jeden investierten Euro 2 Euro zurückbekommst, wirst du nie wieder über Geld nachdenken müssen. Und wie du das hinbekommst mit CBO-Kampagnen auf Facebook, zeigen dir Erik Steigner und ich in unserem brandneuen Online-Kurs der CBO Mastery. Den Link dazu findest du direkt in der Beschreibung. Schau dir den direkt nach dem Interview an und sichere dir jetzt gleich einen Platz bei uns im Kurs, damit du lernst, wie du mit Facebook-Ads Märkte dominierst. Danke für die Einladung. Ey, wir haben ja nichts zu tun, so. Wir machen ja alle Homeoffice, gell? Von daher, lass quatschen. Wir wollten das sowieso viel häufiger machen. Wir wollten mal so Quatsch-Podcasts, also diese Talk-Podcasts, diese unformatierten mit, hey Nick, was machst du gerade für Projekte? Wer bist du denn? Stell dich mal in 20 Sekunden kurz vor, Mann. So ist es. Ja, ich habe gestern am Ende mit Bernhard, haben wir darüber gesprochen, dass wir zu dritt einen machen. Das wäre doch mal richtig lustig. Mega. Das wäre wirklich richtig geil. Ich bin sowieso gerade so auf Freestyle. Ich halte mich auch an keine Regeln mehr. Also nicht mehr meine eigenen Regeln sind ja Mittwoch und Sonntag veröffentlichen. Mittwoch eine kurze Input-Folge. Sonntags eine kurze Interview-Folge. Ich hau nur noch raus. Und irgendwie auch je dirtier, desto besser. Und seitdem fühlt es sich auch wieder richtig lustig an, muss ich sagen. Ja, das glaub ich definitiv. Für die Leute, die den lieben Uwe noch nicht kennen, ja, ein paar Mal schon erwähnt gehabt einfach. Also, liebe Uwe ist verheiratet, glücklich. Er hat einen Oscar zu Hause, so wie man ihn halt kennt aus dem Fernsehen, als Kind, Sohn. So. Und lange Fernsehproduzent gewesen, eine der größten und erfolgreichsten Fernsehproduktionsfirmen aufgebaut. Grimme-Preis, also Deutschen Fernsehpreis gewonnen. Und jetzt aus Spaß an der Freude und wahrscheinlich auch ein bisschen Langeweile macht er jetzt Beratung für Unternehmen. Ganz, ganz kleine Unternehmen, die keiner kennt. War das richtig so? Genau. Und Kaffee mache ich noch. Kaffee. Ah, das ist ein spannendes Thema. Genau, Kaffee. My Bali Coffee, Mensch. Und ich steige in Online-Kurse ein. Ich mache jetzt den Gehringer. Verstehst du? Ich mache jetzt so gechillt den Gehringer. Ich habe meine ersten Online-Kurse fertig produziert. Zauberkurse für Kinder. Also Uwe ist ein absolutes Multitalent und es macht immer Spaß, mit ihm zu quatschen. Deshalb, Uwe, es gibt ja viel Neues bei dir. Du bist Spießer geworden, also in ein Reihenhaus gezogen jetzt tatsächlich. Doppelhaus. Ach, das ist ein Unterschied. Bitte, da müssen wir präzise sein. So. Okay. Und Reihenhaus dann, ich mache Spaß, es ist wirklich ein Doppelhaus. So. Es macht es nicht besser, aber ich habe einen Garten, ich habe eine Garage, ich muss die Mülltonne rausstellen immer. Kein Scheiß, das kannte ich gar nicht. In einer Altbauwohnung in Bogenhausen, jetzt muss ich Mülltonnen rausstellen. Und ich weiß jetzt, wann man Bäume beschneiden darf und wann auf gar keinen Fall in Bayern. Da gibt es eine Verordnung. Okay, das ist auf jeden Fall spannend. Ja, der Uwe hat sich dazu entschieden, das vornehme Leben aus der Innenstadt Münchens aufzugeben für ein Familienleben jetzt, was davor auch schon geführt wurde. Am Feldrand. Am Feldrand. Wir haben echt ein Doppelhaus am Feldrand. Also kein Witz, wir haben noch eine Reihenhaushälfte wirklich vor uns. Dann kommt so eine Doppelhausreihe, da sind wir drin. Und dahinter ist das Feld. Also wirklich, ich spuck fast drüber. Und es ist der Hammer, ich habe einen Garten. Geil. Wie kam es dazu? Uns hat ein Raum gefehlt. Also wir hatten ja eine mega, ich meine, du kennst unsere Wohnung, wir haben uns da sehr wohl gefühlt, die war immer toll und wir hatten da auch so einen, ja, so Schrägstrich Dachbalkon-Lodger und die war Altbau und in Bogenhausen, so im hottesten Viertel in München und die war auch preislich so cool, weil wir da fast 10 Jahre drin waren, war die immer noch zwar teuer, aber im Vergleich zu dem, was drumherum ist, war sie verhältnismäßig günstig und wir haben echt immer nach irgendwas gesucht und das Ding ist, in München gibt es pro Quartal 3 Häuser, die auf den Markt kommen, die du mieten kannst. 3. Als ob das so die Uhr nachgestellt wäre. Und alle Freunde, die ein Haus suchen, gucken sich alle 3 an. Also du kannst danach, wenn du eins angeguckt hast, immer deine 3 Freunde anrufen und kannst sagen, kennst du schon das in der Straße? Dann sagen die, oh ja, beim Herrn Müller, gell? Das haben wir uns auch angeguckt. Also, weil alle das gleiche Haus angucken. Und diesmal waren wir da, aus Spaß, haben einfach am Freitag gesehen, Samstag hingefahren. Der Typ hat gesagt, wir sind die Letzten, die es gesehen haben. Es war eine Woche online und wurde besichtigt. Und er hat gesagt, ey, wenn Sie Bock haben, der Oskar hat den so um den Finger gewickelt, den Vermieter. Und er hat gesagt, ey, wenn Sie mir jetzt die Hand geben hier im Garten, dann haben Sie es. Und dann haben wir ihm die Hand gegeben. Und haben gesagt, okay, shake hands. Mann, und das ist unser Traumhäuschen so. Das ist echt geil. Einfach der Shit. Wir haben Keller plus 3 Stockwerke. Wir haben, Charlotte hat hier Atelier. Ich habe ein Arbeitszimmer. Wir haben ein Sportzimmer. Wir haben ein Gästezimmer. Wir haben
ey, keine Ahnung, Oskar hat ein Tobezimmer und ein 70 Quadratmeter Spielzimmer, wo wir eine Werkstatt reinbauen, was immer unser Traum war, so eine Holzwerkstatt. Geil. Du, ich feiere das gerade. Und jetzt in Corona-Zeiten ist es gerade, ist ein Segen. Ich sag's dir, wie es ist. Ja. Mit einem 7-Jährigen ist es ein Segen. Also aus einem Zimmer, was ursprünglich gefehlt hat, wurden jetzt ganz viele neue Zimmer. Und die haben schon alle eine Funktion. Ich meine, ich habe jetzt hier, dass ich ein Homeoffice habe, ist einfach, das ist der Jackpot zum Podcasten, jetzt zum Quatschen mit dir, mit Conferencing. Mein Zauberkurs, den ich gerade gestern hier nachts produziert habe, ich kann alles machen, was früher halt nicht ging, weil es halt so verhältnismäßig klein war, dass es halt ging halt nicht. Was willst du machen? Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Das ist schon echt schön. Ich meine, ich habe meine zwei Tanten, die haben relativ schnell damals, als die Kinder bekommen haben, sich auch ein Reihenhaus oder Doppelhaus, keine Ahnung. Ich kenne den visuellen Unterschied gerade nicht. Auf jeden Fall ein Häuschen. Haben die sich auch geholt. Jeweils lustigerweise in derselben Straße. Da ist nur ein Haus dazwischen, zwischen denen. Mhm. Und für mich war das auch immer so geil einfach, bei denen zu Besuch zu sein und aus der, sage ich mal, Zweizimmerwohnung, in der ich mit meiner Mutter und meiner kleinen Schwester gelebt habe, rauszukommen und dort reinzugehen, weil dann hast du einen Garten, dann hatten die unten eine Sauna und einen Boxsack gehabt, dann haben die ganz oben gab es dann das Zimmer, wo dann Hi-Fi-Studio am Start war mit Fernseher und Nintendo 64 und PlayStation 2 noch und so weiter. Und das war für mich auch immer richtig geil als Kind. Ich glaube, da kann man sich richtig austoben und Spaß haben. Ja, und das nächste, was wir kaufen, ist der Boxsack. Ist kein Witz. Oskar bekommt zu Ostern jetzt so einen Boxsack, weil der muss prügeln und der will prügeln. Und mir kommt es zugute, dass ich so eine lange Wing Chun und Krav Maga-Vergangenheit habe, weil wir geben uns jetzt richtig. Ja, und er hat blaue Knöchel. Es tut mir voll leid, aber der Typ prügelt richtig zu. Ich muss mich, kein Scheiß, ich muss mich verteidigen gegen den. Der hat eine Kraft, der ist ein Paket. Wenn ich das nicht könnte, würde der mich hier regelmäßig umhauen. So. Deswegen, jetzt kriegt er einen Boxsack, was eigentlich nur dafür dienlich ist, dass ich nicht mehr so viele blaue Flecken habe. Hoffentlich geht's auf. Er sagt nur, er will einen, der sich wehrt. Er will einen, das ist geil, er hat gesagt, er braucht irgendeinen, der so zurückhaut, dass es wehtut, sonst macht es ihm keinen Spaß, weil sonst muss er sich nicht gegen wehren. So. Es muss halt wehtun, wenn er sich so, ja, ich glaube, so einen gibt es nicht. Also er will eigentlich einen Boxsack, der zurückschlägt. Und zwar richtig volle Möhre. Ey, ich habe richtig Bock, mal den Oscar wiederzusehen. Einfach. Der immer die Storys, die du vom Oscar erzählst, die sind immer so geil, wo man sich so denkt, Alter, was ein Traumkind einfach. Jetzt die Gegenfrage. Was ist denn nicht so geil am Oscar? Gibt's das überhaupt? Was ist nicht so geil am Oscar? Lass mich kurz überlegen. Noch nicht. Kann man ja alles optimieren. Ja, genau. Also beim Testing. A-B-Split-Testing. Ja. Du, der ist schon sehr geil. Also, was soll ich dir sagen? Der ist echt ein geiler Typ. Also, wenn, nee. Nee, das ist echt, gibt's nichts. Nee, das ist echt schwer, weil, ey, das ist echt schwer, weil das Problem ist ja, A, hat er mich natürlich auch um den Finger gewickelt. Ja. B, ist der ja genauso, wie ich es mir immer gewünscht hätte. Lustigerweise habe ich ja gedacht, dass ich zuerst eine Tochter bekomme. Meine Frau war immer schon sicher, dass es ein Sohn wird. Und sie hat auch gesagt, du brauchst auch einen Sohn. Ich so, okay, whatever, was auch immer das heißen soll. Und sie wusste es schon und es ist dann auch einer geworden. Und irgendwie ist der echt genau richtig. Boah, selbst wenn ich drüber nachdenke, also klar, der geht mir manchmal tierisch auf den Sack, ne? Also der ist manchmal echt saunervig, aber frag mal ihn, was er über seinen Papa denkt. Neulich hat er den geilsten, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Neulich hat er gesagt, manchmal habe ich so eine Wut auf Menschen, da würde ich echt gerne mal jemanden umbringen. So, dann sagt er so, euch auch, aber ich liebe euch auch trotzdem und ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. So, ich so fair enough, so, nee, passt schon. Also, aber ist auch gerade, der ist alleine mit uns, also zwei Erwachsene, die halt echt ultra nerven, manchmal auch noch ihn doppelt schimpfen, weißt du? Er kommt hier nicht raus, durch diesen Corona-Scheißdreck kommt er halt, es gibt keine Interaktion, nur mit diesen zwei alten Säcken so. Dann ist es halt auch schwierig für ihn. Ne? Also von daher, ich verstehe ihn halt auch. Ne, ich denke nochmal drüber nach, was mich an ihm nervt, aber momentan, ich reiche das nach. Wenn er dann in die Pubertät kommt, dann wird es, glaube ich, anstrengend. Dann reichst du nach. Was glaubst du, wie sieht denn die berufliche Zukunft vom Oscar aus? Hast du da schon so einen Einblick? Also so wie sich das jetzt anhört, wird der Türsteher auf jeden Fall. Im P1 in München, ja? Ja, ich glaube, entweder P... Ja. Du, ich glaube, der hat jetzt schon was Unternehmerisches. Also der ist jetzt schon ein Unternehmer. Und das finde ich echt geil. Also er ist einer, der was unternimmt. Der macht alles, der gibt sich mit nichts zufrieden. Wenn ich sage, nee, das geht nicht, ist für ihn gerade erst der Anstoß, halt zu sagen, okay, jetzt erst recht.
Und der findet seine Wege. Das finde ich echt krass. Der Typ ist ein Pain in the ass. Also, wenn er was will, dann kriegt er das. Und egal, entweder braucht es Charme oder es braucht Prügel oder es braucht Raffinesse oder es braucht stoisches Eselsdasein mit ich will, ich will, ich will, ich will. Aber am Ende bekommt er es. Und das finde ich echt richtig krass. Cool. Sehr, sehr, sehr nices Update zum lieben Oscar. Schaut euch gerne die anderen Folgen an, die wir mit Uwe aufgenommen haben. Da sprechen wir auch über Gott und die Welt und Oscar fällt da immer wieder und deshalb ist die Entwicklung einfach vom Oscar hier in diesem Podcast natürlich auch immer sehr entscheidend, auch wenn keiner weiß von euch, wie er aussieht, weil der Uwe darf den Oscar, also du darfst ihn zeigen, weil ihr wollt ihn nicht zeigen, ne? Also ihr seid so die Eltern, die gesagt haben, ihr wollt das gar nicht. Du wolltest ihn mal in den Podcast mit reinnehmen. Das durftest du dann aber nicht. Das wurde mir verboten. Ne? Da ist die Dame des Hauses eingeschritten. Aber die Dame des Hauses habe ich ja auch schon. Ich mache diesen Podcast jetzt seit irgendwie 14 Monaten. 136 Episoden oder so. Und sie kommt nicht. Sie kommt einfach nicht. Ich probiere sie da irgendwie reinzubekommen, weil ich natürlich auch mal... Das wäre, glaube ich, ein geiler Podcast. Charlotte versus Uwe, so. Aber sie kommt nicht. Sie hat keinen Bock. Und sie lässt sich bitten. Ich glaube, das ist nur einfach, um die Spannung hochzuhalten. Und mit Oscar darf ich nicht und Social Media und ihn zeigen wollen wir nicht. Also ich zeige ihn manchmal, aber der bekommt da halt eine Sonnenbrille auf oder irgendwas aufs Gesicht. Ja, ist eigentlich, find ich cool, sehr nice. Um ins Berufliche rüber zu wechseln, Uwe, bei dir hat sich ja auch ein bisschen was getan wieder. Ne? Das ist irgendwie das Spannende einfach. Was mir immer so ein Chill gibt, wenn ich mit dir quatsche oder mit Bernie oder mit vielen anderen, die im Prinzip meine Lebenszeit gefühlt schon als Unternehmer nochmal on top drauf haben. Und da ist dann immer spannend so zu hören, dass ihr immer am Innovieren seid, dass ihr selber mal vor einem Jahr was gestartet habt und dann sagt ihr nach einem Jahr, oh, da ist was anderes Cooles gekommen, wir machen jetzt das einfach. Weil viele ja immer dieses Gefühl haben, diesen Druck, diese eine Sache brauchen sie jetzt und damit muss dann Geld verdient werden und das muss auch die Leidenschaft sein und das muss dann auch alles passen und wenn es dann mal nicht klappt oder sowas oder sich andere Chancen auftun, dann kommen sie gleich so in diesen unruhigen Anxiety-Zustand einfach rein und das finde ich bei euch so cool, dass ihr da so am Innovieren seid. Was für Innovationen sind denn bei euch passiert? Also kannst du mal so ein Briefing geben von Start Bernhard und von Karlhammer, ja? Karlhammer und von Grafenstein, so. Genau. Als ihr da gestartet seid, was war da die Ausrichtung, der Plan im Kopf, was ihr machen werdet? Und wie hat sich das bis jetzt entwickelt, ein Jahr später? Boah, uns gibt es ja nicht mal seit einem Jahr. Wir sind ja erst seit August am Start irgendwie. Also das Ding ist, wir dachten, wir würden, also eigentlich kamen wir mal aus der Idee, PR zu revolutionieren. Also Online-PR zu machen, PR halt mal geil zu machen. So. Ich komme von der PR, ich bin tatsächlich sogar studierter PR-Fachwirt mit 1,5 Abschlussnote und der Erkenntnis, dass ich das nie beruflich machen möchte, aber ich habe es halt mal studiert. Dann haben wir das schnell geswitcht und gesagt, okay, das ist irgendwie ungeil, weil wir mit allen Leuten rumgehört haben, die wir so kannten halt. PR, super viel gemacht, viel Geld ausgegeben für Agenturen, keiner hat damit ein Lead, einen Kunden, 0 Euro umgesetzt, aber super viele Kosten gehabt. Dann haben wir gesagt, wir gehen auf dieses Thema Steigerung der Sichtbarkeit mit signifikant mehr Abschlüssen. So, Geschichten, die verkaufen. Das haben wir uns sogar gesichert, irgendwie. Geschichten, die verkaufen.de. Weil das so, dass ich komme vom Storytelling und von der Strategie vom Unternehmertum. Bernie kommt von Sales und Digital. Da kommt er her und vom Verkauf. Und da dachte mir, das ist doch eigentlich geil. Geschichten, die verkaufen. Dann haben wir da ein paar Kunden auch geonboardet, haben es auch gemacht und das hat auch gut funktioniert. Auf ein paar Kunden hatten wir ganz große Lust, auf manche so mittel, manche hatten auf uns auch keine Lust, aber es hat alles perfekt funktioniert. Also seit Tag 1 so im Plus und alles hat ganz gut funktioniert, auch finanziell. Und dann haben wir aber gemerkt, so, dann haben wir ein paar Events gemacht. So. Ein paar, The Circle ist ein Mastermind-Event, das macht uns großen Spaß. Das können wir leider gerade nicht mehr so oft machen, weil wir jetzt gerade alle im Homeoffice sind und in der Ausgangssperre. Das war cool, es hat Bock gemacht, da hatten wir coole Leute. Das hat sich auch finanziell gelohnt. Und da hat sich auch sehr viel neuer Content ergeben. Dann wurden wir ganz oft auf irgendwelche Bühnen jetzt gerufen und waren für irgendwelche Brands, für Mini, für die größte Touristikmesse in Stuttgart, waren wir auf der Bühne, haben viel gesprochen gerade. War auch cool, wir werden aber auch keine Speaker. Und dann haben wir gemerkt, wir müssen einfach nur die Kunden ganz schnell offboarden, die nicht so cool sind. Die behalten, die so richtig cool sind. Das haben wir auch gemacht. Da waren wir ziemlich radikal am Anfang des Jahres. Und dann hat sich in der Zwischenzeit die Verbindung zu My Bali Coffee, die ich schon jetzt seit über einem Jahr berate und eigentlich die Marke gebaut habe, komplett für den Sascha, für den Inhaber und mit ihm das entwickelt habe, die hat sich sehr, sehr eskaliert. Also wir haben uns mal so Ziele gesetzt für diesen Juni, die wir jetzt in der ersten Februarwoche gerissen haben. Wir sind in über 200 Läden drin.
wir haben sämtliche großen Ketten gerade die Verhandlungen, die kurz vor Abschluss stehen, zum Teil sind sie auch schon abgeschlossen, dass wir halt auf einen Schlag bis Ende des Jahres in mehr als 1.000, 1.200 Läden drinstehen werden. Wenn du für jeden investierten Euro 2 Euro zurückbekommst, wirst du nie wieder über Geld nachdenken müssen. Und wie du das hinbekommst mit CBO-Kampagnen auf Facebook, zeigen dir Erik Steigner und ich in unserem brandneuen Online-Kurs der CBO Mastery. Den Link dazu findest du direkt in der Beschreibung. Schau dir den direkt nach dem Interview an und sichere dir jetzt gleich einen Platz bei uns im Kurs, damit du lernst, wie du mit Facebook-Ads Märkte dominierst. Wo wir jetzt auch dich mit an Bord haben, zum Glück, das freut uns natürlich sehr. Ja, Frankfurt aufgemacht. Genau, Frankfurt, und das finde ich halt total cool. Und wir haben halt geile Leute für den Sales gefunden. Wir haben, die Story kommt extrem gut an, die wird weitererzählt, die wird in den Medien genutzt. Wir sind bei Amazon drin, innerhalb von 3 Tagen Amazons Choice geworden, in dem Bereich, wo wir hin wollten, in unserer Nische. Also irgendwie geil. Also alles hat sich schneller gedreht und bewegt, als wir das so gedacht haben. Jetzt müssen wir mal gucken, was Corona da so macht. Aber das Geld wird ja gerade in die Supermärkte getragen. So, und nicht halt also entweder online oder eben in die Supermärkte, aber eben nicht in Gastro. Und von daher kommt uns das eigentlich entgegen. B2B haben wir noch gar nicht groß angefangen. Das geht gerade erst los. Ja, also Kaffee tatsächlich. Das ist das Ding. Da sind wir gerade großflächig drin, auch mit, sag ich mal, dem größten Anteil unserer Arbeitszeit und Kraft. Bei mir steht auf der Visitenkarte, glaube ich, drauf Leitung Marketing. Ich bin für alles verantwortlich, was Marketing, Sales und Kommunikation, also nicht Sales, sondern Kommunikation und Brand angeht. Das macht extrem Bock. Und ich kann jetzt endlich wieder Videos machen. Ich kann wieder Videomarketing machen. Wir produzieren gerade viele Vlogs, viele Imagefilme, viele Clips, auch für den Point of Sale. Und da komme ich ja her. Und das habe ich ja vermisst als Fernsehproduzent, dass ich nicht mehr an der Front war, nicht mehr selber gemacht habe. Jetzt mache ich wieder, kriege sofortiges Feedback. Die Edekas flippen aus, die Reves, die lassen das auf ihren Screens laufen. Ist ein No-Brainer. Und wir haben aber auch wir haben uns gedacht, schau, wir haben letzte Woche, als dieses ganze Thema Homeoffice losging, haben wir einfach mal aus Spaß eine Landingpage hingesetzt, homeofficeberatung.de, haben uns einen Tag hingesetzt, einen einstündigen Trainingsfilm gemacht, wie kannst du dein Homeoffice geiler machen, alles kostenlos rausgehauen und dachten uns, hey, wenn irgendeiner von den großen Corporates da irgendwas braucht oder eine Beratung braucht oder irgendwie Fragen hat, weißt du, für kleine Unternehmen geben wir es for free alles raus. Und wenn du ein großes Corporate hast, dann könnt ihr das gerne auch buchen. Also dann können wir die auch strategisch beim Homeoffice beraten, weil wir es einfach schon seit Jahren machen. Ich hatte 180 Mitarbeiter zur höchsten Zeit und die waren an diversen nationalen, internationalen Standorten im Homeoffice häufig auch. Also ich habe das schon mal gemacht und kann das gar nicht so schlecht, glaube ich. Und da haben wir gemerkt, da kam nichts. Eine Landingpage, wir haben Google Ads draufgesetzt, wir haben eine Landingpage gebaut, wir haben dieses Ding über Social Media geseedet und es kamen null Anfragen, null Leads. Erkenntnis ist einfach kein Business. Die Leute machen es entweder schon selber ganz gut oder sie stümpern rum oder aber wir haben denen schon so viel geilen Content vorab in dieser Stunde gegeben, der wirklich, also wir haben Killer-Feedback bekommen, es wurde von 1000 Leuten irgendwie weitergeleitet. Aber auch das zum Beispiel, da dachten wir, vielleicht zuckt da was. Haben das Ding aber schnell übers Wochenende hochgezogen und richtig geil auch. Also finde das auch alles gut. Viel mehr kann man bei der Landingpage, glaube ich, auch nicht besser machen so. Aber ist einfach kein Business. Interessiert einfach keinen. Also niemand braucht diese Beratung. Auch ein interessantes Learning. Aber ich meine, wir haben zusammen letztes Jahr auch ein Business gestartet. Du erinnerst dich, was wir auch relativ schnell gemerkt haben, dass es eigentlich kein Business ist oder keins, von dem wir dachten, dass es das sei. Aber das finde ich ja auch gerade geil. Das erzählt man viel zu selten, diese Fails. Mhm. Was heißt Fail? Wir haben ja alle, also in dem Fall, wir beide haben kein großes Geld verloren. Diesmal haben wir kein Geld verloren, außer irgendwie 2 Tage, wo wir ein bisschen Content und eine Landingpage gebastelt haben. Mhm. Aber hätte ja sein können. Ja. Und die Leute, die das jetzt gesehen haben und dieses Video gesehen haben, denken sich halt auch, weil wir zum Glück die Ersten waren, noch bevor T3N, bevor Online-Marketing-Rockstars kamen, wir waren die Ersten. Wir waren am Montag, waren wir online, wir haben dieses Video rausgehauen, alle haben es gefeiert und danach, jetzt macht es jeder. Jetzt macht jeder einen Guide fürs Homeoffice und noch ein PDF und noch irgendwie ein Webinar. Das bleibt halt hängen. Weißt du, das zahlt halt fett aufs Brand ein. Ich habe irgendwie, wenn sowas jetzt mal blöd gesagt rauskommt, dann stelle ich mir die Frage, wie hilflos sind wir Menschen eigentlich, dass uns ein anderer Mensch erklären muss, wie wir von zu Hause aus arbeiten. Ja, aber schau. Das glaube ich gar nicht. Das hat gar nichts damit zu tun, sondern die Leute, ich glaube, es hat was mit Habitualisierungskompetenz zu tun. Also wie schnell bist du bereit, neue Dinge zu lernen und kannst es? Und wenn du halt wie wir, ich meine, du, keine Ahnung, du guckst dir doch auch irgendwie gefühlt 13 Zahlungsanbieter an, guckst dir die alle von hinten an für deine Online-Produkte und am Ende du hast mir auch einen empfohlen und entscheidest dich für den. Aber du hast die anderen 12 ja auch gesehen. Also deine Habitualisierungskompetenz, du hast dich ja schnell da reingehackt, hast schnell das Backdings, guckst dir noch ein Tutorial an, fragst noch 3 Leute, die damit arbeiten, boom. Aber eigentlich bist du
für alle da draußen der Top-Experte auf allen Zahlungssystemen digital in Deutschland. Verglichen mit dem, was die Leute da draußen wissen. Wenn es natürlich einen Ultra-Nerd gibt, der das Ding total suchtet und irgendwie nur in dem Thema ist, wird er vielleicht noch mehr wissen als du. Aber für über 90% da draußen bist du Top-Experte. Du kennst alle Landingpage-Bilder, du kennst die... Ich habe dich ja auch gefragt, was soll ich nehmen, um irgendwie einen Online-Kurs irgendwie zu hosten? Und wer macht das schon? Wer ballert sich das in der Kürze der Zeit alles so rein? Das ist ein Training und dein Gehirn ist halt voll darauf trainiert. Und für uns halt Zoom zu benutzen, ist halt nicht so das Ding. Aber frag mal da draußen, wer schon mal vorher mit Zoom gearbeitet hat, geschweige denn davon gehört hat. So, und deswegen, ich glaube, es ist nicht Hilflosigkeit, es ist einfach nur Gewohnheit. Und ja. Fehlende Adaptionsfähigkeit, weil man es gar nicht muss. Ja, da hast du recht. Das kann natürlich wirklich, bei mir sind es mittlerweile auch unbewusste Kompetenzen massiv. Genau, du hast keine Ahnung, was du weißt. Genau, beispielsweise die beste Freundin von meiner Mutter hat eine eigene Tanzschule, ne? Die sind natürlich jetzt auch von Corona betroffen und so weiter. Und dann haben die nochmal auf die Schnelle alle möglichen Choreografien und so weiter abgedreht. Und dann haben die mich halt angerufen und halt gefragt, okay, wie sollen wir das jetzt ausliefern? Also wie sollen wir das an unsere Kunden kriegen? Machen wir das in eine Dropbox rein? Was gibt es da für Systeme? Wie funktionieren die? Wie schicke ich überhaupt E-Mails an alle Leute gleichzeitig raus? Oder muss ich die jetzt bei Gmail alle eintippen und sowas? Siehst du? Und ich so, So, echt jetzt? Really? So, ja, aber das meine ich halt. Das, was du schon gar nicht mehr als Wissen siehst, ist für da draußen 90% der Leute halt schon die absolute Oberkönigsklasse so. Also das Einrichten eines Autoresponders oder ich habe keine Ahnung. Und wenn es nur Mailchimp in der Gratis-Variante ist, ist für die Leute da draußen schon Rocket Science. Ja. Heute Morgen telefoniere ich mit meiner Mutter und sie so, oh Schatz, du bist ja gar nicht mehr so erreichbar und gestern und vorgestern nicht und so. Und dann habe ich gesagt, ja du, wir hatten gerade einen Launch gehabt, wir haben einen neuen Online-Kurs veröffentlicht und dann fragt sie auch, ja, was habt ihr da gemacht, wie funktioniert das, wie sieht das halt aus? Und dann habe ich überlegt, wie erkläre ich das meiner Mutter am besten, habe ich gesagt, Mama, weißt du hast doch immer diese Zumba-DVDs gekriegt, mit denen du zu Hause trainiert hast, oder? Ja. Genau. Und jetzt habe ich gesagt, jetzt stell dir vor, das bloß online, in einem geschützten Mitgliederbereich, in dem ich Leuten zeige, wie sie Marketing machen. Und das verkaufen wir halt direkt online mit so einem Bestellformular, so wie du es aus Amazon kennst und so weiter. Ah, okay, ja, ich verstehe. Geil. Ja, genau. Aber sie versteht, aber sie können es halt im Leben nicht machen so. Und deswegen, das ist halt, ja, ich glaube ja, dass es echt eine Mega-Chance ist, auch für das Thema Online, auch für das Thema Online-Training. Deswegen, ich habe jetzt auch Spaß. Ich habe diesen Kinderzauberkurs aufgenommen, vorgestern. Und so ein Kinderluft, also so ein Luftballon-Modellier-Workshop hatte ich ja schon. Der verkauft sich lustigerweise gerade auf Udemy wie geschnitten Brot. Ich habe noch nie so viele Bestellungen gehabt. Also Leute kaufen gerade Dinge online, wollen ihre Kids bespaßen, wollen das mit guten Sachen machen. Ich probiere das jetzt mal aus, weil unsere Zauberschule hier, die gibt es ja übrigens auch noch, die mussten wir natürlich auch wegen Corona zumachen. Unsere Zauberschule München, weil natürlich das nicht geht. Also komplett alle Kurse fürs nächste halbe Jahr, die sind ausgebucht gewesen, komplett ausverkauft. Keiner hat übrigens auch das Ticket zurückgewollt, finde ich auch cool. Also alle, wir haben allen auch gesagt, ihr könnt auch gerne das Ticket wieder haben. Die sind alle so, nö, wir kommen wieder, wenn es offen ist. Und in der Zwischenzeit werden wir jetzt mal gucken, was da so digital geht. Vielleicht wird es auch die Zauberschule München komplett digitalisieren. Vielleicht werden wir gar keine Präsenzkurse mehr machen. Mal gucken. Also ja. Das ist halt so geil gerade, ne? Also ich finde das gut. Also ich feiere es auch mega. Ich finde es vor allem cool. Wir haben ja geschrieben gehabt vor ein paar Tagen und dann du so, ja, ich überlege einen Zauberkurs zu machen. Ich so, ja, mach. Du meinst 3-4 Texte und 2 Tage später schickst du ein Foto, hey, der Kurs ist schon fertig. So, also wie schnell du da auch in die Umsetzung gegangen bist und gesagt hast, ich hau das jetzt mal raus und mach da was. Das ist schon cool. Hast du, gestern wurde mir die Frage gestellt im Podcast-Interview, wo ich denn, sage ich mal, die sozialen Medien oder generell die digitale Welt vor 6 Monaten gesehen habe und wo ich sie in den nächsten 6 bis 12 Monaten sehe. Und dann habe ich daraufhin geantwortet, ich habe irgendwie das Gefühl, dass alle Leute in den letzten 6 Monaten so das Gefühl hatten, irgendwie Plateau, ja, mal funktionieren Sachen, mal funktionieren sie halt nicht und man macht halt, aber irgendwie hat die Luft gefehlt einfach. Und dass jetzt auf einmal alle gemerkt haben, oh, wir waren ja in voll der geilen Situation. Scheiße, jetzt müssen wir ja wieder was machen. Aber dass generell die Awareness und die Aufmerksamkeit jetzt wieder deutlich höher ist und dass egal, was du machst, selbst mein Liebes-Alle-10-Tage-Buch-Post, den ich da mache, ja,
Zuerst war es ein Liebestagebuch, das nächste Mal schreibe ich Liebes alle drei Tagebuch, weil ich die zuletzt vor 3 Tagen gemacht habe. Dass halt selbst, dass halt da jetzt auch mega die Rückmeldungen kommen, ne? Stories und alles drumherum und auch Ideen. Ja, deshalb wollte ich dich fragen, wie siehst du es so? Ja, also bei mir war die Luft auch raus. Wir waren ja im so im Spätsommer, Frühherbst und sogar den ganzen Herbst durch, waren wir ja voll drauf mit LinkedIn. Ne? Also wir haben das Ding ja rasiert. So. Wir waren da nur unterwegs, der Bernie und ich, haben alle Leads darüber eingesammelt, haben alle Deals darüber geclosed, haben Brandbuilding gemacht. Boah, und dann so ab Dezember wurde auch LinkedIn ganz schön müßig, weil dann kamen auch die ganzen, Online-Marketer, so die ganzen Dudes und so und die ganzen Physio und die ganzen Sporttrainer und das Ganze Instagramisierte sich. Und irgendwie war auch die Luft raus. Und bei Instagram habe ich schon gar nichts mehr gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal irgendwo den Feed bespielt hatte. Maximal mit IGTV-Videos, die ich halt irgendwie geshared habe im Feed. Und das war's. Und Stories waren auch so, ja, mühsam. Irgendwie, wir hatten nochmal so ein Hoch, als wir auf Bali waren, für My Bali Coffee halt. Da waren wir zu dritt unterwegs, 2 Wochen. Da habe ich halt nochmal so voll die Story-Parade und das Feuerwerk irgendwie abgeschossen, weil es auch Bock gemacht hat. Und weil es natürlich auch eine geile Location war. Ich war noch nie dort auf Bali. Und dann war gar nichts mehr. Und auch der Podcast ging irgendwie so über Weihnachten irgendwie so runter. Und jetzt gerade merke ich wieder, der Podcast schießt durch die Decke, eben weil ich mich auch an keine Regeln mehr halte, also an keine Veröffentlichungsregeln, an die besten Zeiten, auch auf LinkedIn. Ich poste einfach, wenn ich Bock habe. Ich warte schon gar nicht mehr auf irgendwie Dienstag 8 Uhr oder Mittwoch 12 Uhr. Ich hau nur noch raus. Und du kriegst voll viel Liebe, voll viel Feedback. Die Leute sind alle wieder zurück, die Leute haben Zeit. Man hat so ein bisschen das Gefühl, so das Social is back in media. So geht es mir jetzt gerade. So fühlt es sich irgendwie gerade an. Podcast bekommt extreme Zugriffszahlen, extremes Feedback. Also auch Leute, die einfach zurückschreiben. Und Stories, ich kriege gerade auf Stories einfach so ganz viele Reaktionen, was gar nicht mehr da war. Und ich merke aber auch als Konsument, ich bin viel häufiger, also ich bin viel präsenter in Stories. Im Sinne von, ich gucke mir das einfach gerne an. Aber es ist auch gerade so dieses We're in this together irgendwie, so dieses Gefühl so, dass Social Media jetzt gerade wirklich mal Leute connected. Ich glaube, das ist so das Gefühl, was wieder da ist. Und wo es in 6 bis 12 Monaten ist, das kommt darauf an, wie diese Krise sich weiterentwickelt, wenn du mich fragst. Also wenn das weiter Lockdown bleibt, wird es wichtiger. Wobei ich auch glaube, dass wir, wenn wir da wieder rauskommen, wieder sehr schnell wieder bei Back to Normal sind. Auch wenn alle jetzt sagen, die Welt wird sich verändern und sie wird nie wieder sein, wie sie vorher war. Wie du weißt, hatten wir mal eine Herausforderung, eine gesundheitliche, sehr elementare bei uns in der Familie, wo wir gesagt haben, das wird unser Leben für immer verändern. Und zum Glück hat es das nicht. Zum Glück sind wir relativ schnell wieder back to normal, wo wir auch dachten, boah, wenn du einmal so eine Erfahrung gemacht hast und so den Dachziegel vom Dach so an deinem Ohr vorbei hast fliegen sehen, dann wird es dein Leben verändern und du wirst komplett erleuchtet sein. Und ja, da bleibt was von hängen so und ja, du siehst Dinge anders als vorher, aber du kommst zum Glück auch wieder in eine Normalität. Und das meine ich ganz, ganz, also ganz bewusst mit zum Glück. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier ähnlich ist. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin mal gespannt. Ihr habt ja bei euch, habt ihr ja eine strengere Ausgangssperre-Regel hier als wir bei uns in Hessen. Na, oder? Ihr dürft ja, wie ist es bei euch gerade? Ich glaube, so wie bei euch, oder? Wir dürfen nicht mehr raus, nur zum Einkaufen und zum Privatsport machen. Und als Familie dürfen wir überall hin, wenn wir uns Abstand halten. Also wenn die Leute, die immer unter einem Dach sind, dürfen wir raus. Aber ansonsten dürfen wir, glaube ich, niemand irgendwie, ich glaube, nicht mehr als ein paar Leute sein. Also es soll nur die zusammenbleiben, die eh den ganzen Tag zusammen in Quarantäne sind. Ja, okay. Maximal einkaufen in Supermarkt oder Apotheke. Ja, auf jeden Fall. Naja, ist das Gleiche, glaube ich, hier auch in Hessen. Aber ist schon spannend. Also wenn ich mit Hector spazieren gehe, dann habe ich so irgendwie das Gefühl, so Old Town Road, ja, oder Ghost City hier gerade. Ja, so weil echt, The Walking Dead ist so ein bisschen, ich finde so ein bisschen The Walking Dead-Style. Ja, vor allem abends dann, wenn man hier auf dem Feld entlang geht, wo du dann wirklich so diese Allee hast, wo die Bäume so nebeneinander stehen und Hector und ich laufen da jeden Abend irgendwann 22 Uhr entlang und dann siehst du vorne irgendwie entweder ein Auto kommen oder irgendeinen anderen Menschen entgegenlaufen, schon so von ganz weit und wo du denkst, das könnte hier echt ganz optimalen Horrorfilm drehen einfach, weißt du, diese Allee, die entlang läufst, du weißt nicht, was kommt da hinten, was passiert da und so weiter. Das ist schon sehr spannend. Abschließend, was mich interessiert, ist My Bali, ne? Ihr macht ja den meisten Umsatz bisher über die Geschäfte, Offline-Geschäfte und so weiter, Offline-Läden etc. Online habt ihr erst später ein bisschen nachgezogen, jetzt seid ihr da auf einem guten Level, jetzt geht es da bald auch los mit PPC und so weiter.
wie hat sich das, ich bin ja auch ins Vertriebsteam dazugestoßen, aber eigentlich 2 Wochen bevor eigentlich Corona kam in dem Sinne. Und meine Jungs haben auch schon den ersten Laden mit angebunden, was richtig geil ist. Die waren richtig hungrig, die sind rumgelaufen wie sonst was, die wollten weitermachen. Jetzt kam natürlich auch von denen das Feedback, okay, na, hier in den Geschäften, die wollen zwar, aber irgendwie auch nicht. Und wie hat sich das jetzt im Prinzip auf MyBali ausgewirkt und auf Offline, Online-Sales etc.? Wie geht ihr damit um? Was passiert da in Zukunft? Also wir stärken online, aber, und auch das ist so die Erkenntnis aus MyBali, was immer keiner weiß oder was, glaube ich, die Leute überschätzen, ist der Anteil vom Online-Handel bei Alltagsgütern in Deutschland. Der liegt bei maximal 13%. Und der ist in den letzten, lass mich nicht lügen, 5 Jahren nur um 7% gestiegen. Also ist jetzt nicht so, dass irgendwie online alles rasieren würde und exponentielles Wachstum und wir würden alles nur noch online kaufen, weil wenn du im Supermarkt gehst, dann läufst du halt am Kaffeeregal vorbei, dann greifst du rein, dann tust du es in deinen Wagen und dann gehst du raus. Selbst in diesen Zeiten. Also von daher, online super wichtig. Wir werden auf Amazon jetzt auch mit den Basisprodukten rausgehen, mit Espresso und mit Crema. Bisher waren wir nur mit einer Spezialität dort. Dann wird der Online-Shop natürlich befeuert durch Content-Marketing, durch PPC jetzt zukünftig etc. Das wird auch signifikant steigen, aber der große Anteil wird LEH sein, also der lokale Einzelhandel. Und das ist jetzt tatsächlich gerade so, dass es, das glaube ich auch die Leute, also die sind gerade, wir kriegen ganz oft das Feedback, wir gehen gerade nur auf die Basics. Also wir kaufen Toilettenpapier, ist kein Witz, Desinfektionszeug, Seife und Zewa und Nudeln, so, die müssen immer da sein. Und zum Teil ist es so, dass auch manche Anlieferungen abgewiesen wurden, weil sie gesagt haben, wir müssen uns gerade also auf den Kern fokussieren, weil auch die Einzelhändler keine Ahnung haben, wie geht das weiter, wie lange geht das noch, was kaufen die Leute. Kommt da jetzt ein Ansturm und die horten wieder alles weg? Ich glaube, dass sich das in 2 bis 4 Wochen drehen wird, also dass dann auch wieder Normalität einkehren wird. Bei manchen ist es so, da liefern wir gerade aus, die lechzen danach, die sagen, stellt uns einfach alles rein, was geht. Wir verkaufen sowieso alles, weil die Leute halt alleine zu Entertainment-Zwecken in den Supermarkt gehen, weil es der einzige Ort ist, wo man noch hingehen darf. Und von daher, wir kriegen total gemischtes Feedback. Diesen raketenhaften Aufstieg haben wir natürlich gerade nicht mehr. Wir sind gerade wieder so auf, was weiß was, also wir sind ja raketenmäßig gestartet, haben alle Ziele gerissen, die wir für Juni reißen wollten, in der ersten Februarwoche, wie gesagt. Von daher sind wir auf einem schönen Plateau gerade. Und haben jetzt so ein bisschen noch die Ruhe gehabt, so Zeug nachzuziehen, was bei so einem Raketenstart so ein bisschen hängen geblieben ist. Ein gescheites Warenwirtschaftssystem, gescheite Abrechnung, Bonusberechnungstools, die Logistik nachziehen, drei, vier Transporter kaufen, weil wir per Hand ausliefern, weil es günstiger ist, als alles mit DHL zu machen, die Teams nachzuschärfen, Ballast über Bord zu werfen. Wir haben aber jetzt auch schon wieder neue Bohnen, also tausende Kilo, Tonnen aus Indonesien bestellt. Also wir bereiten uns vor für die Zeit danach. Und ja. Also ehrlich gesagt, uns gibt es gerade die Ruhe, ein bisschen kurz mal zu verschnaufen, weil wir einfach nur noch hinterhergerannt sind. Also wir sind der Entwicklung hinterhergerannt. Und jetzt können wir kurz verschnaufen, haben eh noch so ein paar Investorengespräche von Leuten, die jetzt sowieso damit rein wollen und auch signifikant investieren wollen. Auch die mussten wir bisher mal beiseite schieben, weil wir gesagt haben, ey, wir haben im Daily Business gar keine Zeit dafür. Jetzt können wir uns mal die Ruhe nehmen und alles irgendwie ja, gechillt aufsetzen. Dann ready to go, wenn das Ding wieder rollt. Ja, ich find's cool, dass du es sagst, weil mir geht es ähnlich. Ich feiere es gerade auch, diese Ruhe zu haben, nicht mehr dieses, ich muss von Termin zu Termin rushen und die ganzen Baustellen, die man sich aufgemacht hat, von denen man dachte, dass sie eh nicht so viel im Alltag einnehmen werden, die dann trotzdem zu viel eingenommen haben, dann mal ein bisschen runtergefahren sind. Und irgendwo auf Insta habe ich auf einen Quote gelesen. It feels like the world sent us to our rooms and said, think about what you did. Und das ist irgendwie ganz so das Feeling, irgendwie ein cooles Feeling, fühlt sich so ein bisschen sommerferienhaft auch an. Und für all die Leute, die jetzt sagen, ey, Uwe, Nick, ihr habt gut reden, dann einfach den Podcast oder hier ausschalten, weil ich glaube, es gibt genug Leute, die Drama machen, die irgendwie Volksverhetzung gerade machen oder die, sage ich mal, Tipps raushauen für Menschen, die vielleicht in einer angespannteren Situation sind. Und ich glaube, wenn man selber nicht in so einer Situation ist oder da nicht mal durchgegangen ist, ist das auch fehl am Platz, da jetzt Tipps zu geben. Wie jetzt beispielsweise Angestellten jetzt zu erzählen, wie sie jetzt richtig mit irgendwas umgehen. Keine Ahnung, ich war nie angestellt. Was soll ich Yes. denen sagen, ne? Ich finde auch gerade, du kannst dich gerade wieder, guck mal, man sagt doch immer, die Krise
also Geld und eine Krise zeigen immer, wie du bist, so in der Wirklichkeit, ne? Ja. Und ich habe einen sehr geilen Podcast gestern aufgezeichnet mit einem Ex-Amazon-Mitarbeiter, der danach eine Multimillionen-Euro-Company gestartet hat, die nur auf Amazon verkauft hat. Der hat Online-Marketing-Rockstars auf der Bühne gesprochen. Der hat die erste echte deutsche Marke auf Amazon aufgebaut, eine Legende so. Und der Lars Müller oder was? Nee, das ist der Jörg Kunrad von Kawai, die diese Handyhüllen gemacht haben. Okay, die sind verkauft mittlerweile, also richtig fett. Und der hat gesagt, jeden Tag und bei jeder Situation, egal ob Krise oder nicht, und im Sparring mit deinen Kindern, mit deiner Ehefrau, mit deinen Mitarbeitern, mit deinem Chef, wo auch immer du gerade im Leben bist, gibt immer zwei Möglichkeiten. Liebe oder Angst. So, du kannst dich immer jeden Tag entscheiden. Liebe oder Angst. In jeder Situation. Krise kommt, reagierst du mit Liebe oder mit Angst. Und das ist eben auch im Marketing. Du kannst jetzt darauf gehen, willst du die Angst ausnutzen oder willst du Liebe geben? So, und deswegen, also warum ist, ich sehe auch gerade, was gerade so passiert. Und hier hast du überhaupt schon Atemschutzmasken und hast du vorgesorgt für deine Familie und auch dieses so, du bist ein Angestellter, also bist du voll der Loser und kannst momentan nur verlieren. Wir wissen alle, wie es geht, weil wir können Online-Marketing und wenn auch du das willst und jetzt durchstarten willst, bla bla bla, das ist halt Angst. Und ich glaube, man kann das besser machen. So, deswegen 100%, ich bin bei dir. Lieber jetzt Leute stark machen, Angebote machen, aber nicht auf dieses Ding drücken mit Corona steht vor der Tür und wenn du jetzt nicht agierst, dann wirst du untergehen, weil das ist, das wird nach der Krise komplett backfiren. Also das wirst du, A, Karma, aber auch Menschen, Karma ist eine Bitch und sie haut immer zurück und du wirst es zurückbekommen, wenn die Nummer durch ist. So ist es, geil. Wir wechseln jetzt gleich in den Podcast vom lieben Uwe rein, Happy List. Da darfst du auch gerne reinschauen. Aber Uwe, was hast du gerade anzubieten? Also einmal Luftballon-Modellierkurs haben wir. Wir haben einen Zauberkurs, das heißt für alle, die Kinder haben oder sich oder ihre Freundin oder vielleicht sogar den Hund bespaßen wollen. Uwe zeigt mir nämlich noch, wie ich eine Katze mache aus einem Luftballon, um Hector zu bespaßen. Mhm. Und das zu den Fun Facts, aber zu dem Serious Stuff, wo kommt man da bei dir hin? Wo soll man am besten auf dich antreffen? Dir bei Insta, LinkedIn schreiben, in den Podcast rein, was willst du? Ja, uwevongrafenstein.de, da findet man eigentlich alles gesammelt, so LinkedIn, eigentlich überall. Kannst du googeln und dann findest du da irgendwas. Ja, genau. Sehr geil. Ja, Uwe haut natürlich signifikant mehr in seinem Podcast raus als ich und die Folgen sind immer kurz und knackig, manche auch lang, sehr geil, also uwevongrafenstein.de abchecken, Link findet ihr sowieso in der Beschreibung, in der Bio und überall. Und schreibt ihm doch, dass ihr ihn gerade hier im Podcast gehört habt. Es wird uns mega freuen. In dem Sinne, von uns, danke fürs Zuschauen, Zuhören. Bis bald. Ciao. Ciao. Wenn du für jeden investierten Euro 2 Euro zurückbekommst, wirst du nie wieder über Geld nachdenken müssen. Und wie du das hinbekommst mit CBO-Kampagnen auf Facebook, zeigen dir Erik Steigner und ich in unserem brandneuen Online-Kurs der CBO Mastery. Den Link dazu findest du direkt in der Beschreibung. Schau dir den direkt nach dem Interview an und sichere dir jetzt gleich einen Platz bei uns im Kurs, damit du lernst, wie du mit Facebook-Ads Märkte dominierst.